Super. Na, ein Ziel erreicht. Haarpacken. Eins muss ich noch machen. So. Und zwar, das Bäumchen muss von innen erreichbar sein. So. Ja, und damit es ein bisschen ordentlich aussieht. So. So. Damit es ein bisschen gleichmäßig aussieht. Nicht gerade so wie alles wie ingeworfen und ingeklatscht. So. Eigentlich müsste der hier eigentlich. Komm, Fackel, du musst verschwinden. So, gut. Na, das sieht doch einigermaßen gut aus. Hier ist geschützt. Na, ich nehme lieber das Schwert in die Hand. Und jetzt schaue ich mir mal ein bisschen um. Ja. Natürlich ist hier ein bisschen nichts vorhanden. So, da sollte ich auch ein bisschen so einen Schutz an so einen kleinen Zaun drumherum machen. Aber natürlich ist hier nichts vorhanden. Aber man weiß ja nie. Also, in vielen Welten wächst es ja mit der Zeit. In Minecraft. Und man hat nicht einen Plan von Anfang an, dass man sagt, ja, das und das und das und das und so sieht später die Stadt aus oder was auch immer man baut, sondern es entwickelt sich, es formt sich mit der Zeit. Ja, und das ist ja auch das Schöne an Minecraft, dass man manchmal auch einfach ganz verrückte Ideen, die man eigentlich hatte, zuerst gar nicht für möglich hielt. Und dann, wenn man die ersten Sachen dann gebaut hat, dann denkt man, wow, und vielleicht ist das doch möglich. Und wirklich die ganze Pläne, was man hatte, umwirft. Ja, und einfach wieder total was Verrücktes beginnt. Ich sage zum Beispiel jetzt hier den Magieturm, den mit normalen Steinen. Aber wer weiß, vielleicht irgendwann sage ich einfach, ey, wisst ihr was, ich mache das doch aus Obsidian. Einfach so, weil es möglich ist. Oder weil ich es mir zutraue. Einfach so. Man weiß es ja nie. Okay, Stufen sind nicht möglich. Das andere, was mir geärgert hat, ist, dass man doch ein bisschen einigermaßen. Upsala, hier hast mich erschrocken, du. Du. So. Dann siehst du, das hast du davon. Hättest du mich in Ruhe gelassen. Ja. Das Einzige, was mich so geärgert hat, ist, dass man doch Türme einigermaßen rund machen kann. Das wurde mir gezeigt. Das war nicht so motivierend. Also nicht motivierend in dem Sinn wie super, yuppie, ich freue mich, dass genau darauf habe ich gewartet. Sondern motivierend wie toll. Was mache ich jetzt mit meinem Turm? Ja, und deshalb bin ich jetzt hier. Ich bin hier, baue Steine ab. Und ich muss euch sagen, ich überlege die ganze Zeit, ob ich den Turm so lasse. Oder ob ich den versuche rund zu bauen. Ja. So weit ist das gekommen. Und glaubt mir, ich bin dabei versucht, den ein bisschen rund zu bauen. Okay, natürlich kann man die Wände, die ich gebaut habe, kann man ein bisschen noch verwenden und so. Aber trotzdem ist ein bisschen Arbeit. Aber gut, okay, es waren ja nur ein paar Folgen. Ja, und es ist einfach so. Minecraft. Es formt sich, es baut sich, es ist vieles möglich, das man erstmal eigentlich im Laufe der Zeit kennenlernt. Wie zum Beispiel jetzt der Punsch, ja, genau. Der 1.6 Patch, ja, also der Punsch. Der 1.6 Patch, dass man Pferde hat. Yippie, ich freue mich drauf, da kann man endlich ein bisschen von Dörfer zu Dörfer rennen oder reiten. Es kommt ein bisschen Abwechslung rein. Überhaupt viele Tiere zum Beispiel, muss ich ehrlich zugeben, hätte man eigentlich schon einbauen können. Ja? Also zum Beispiel die Welt ist schon ein bisschen nur mit Kühe, Schafe und Schweine ein bisschen trist. Ja, klar, ganz am Anfang. Da habe ich mal ein Video gesehen, wo es ganz am Anfang noch, also Minecraft war. Da gab es ja fast nichts. Ja, also da war eigentlich nur bauen. Mehr nicht. Aber, okay, es hat sich sehr schön entwickelt, Minecraft. Die Möglichkeiten sind größer geworden.
Und dann nur nochmal, nun, wir sind nun mal Menschen, ja? Und je mehr möglich ist, desto mehr wollen wir haben. Wir sind eigentlich nie zufrieden. Denn wenn wir zufrieden sind, herrscht Stillstand. So einfach ist das. Elf Diamanten, ich freue mich. Ich freue mich fast wie so ein kleines Kind. So richtig, yippie, elf Diamanten. Habe ich hier Eisen irgendwo? Nein, nur Stein. Bei dir? Ja? Nein, Stein. Bei dir? Nein, Stein. Du? Nein, Stein. So, Stein war hier? Ja. Ja, und irgendwann werde ich diese ganze Blöcke nehmen und mit durchnehmen. Und dort in eine Truhe, neben dem, also am Marienturm, hinstellen. Und dann, tja, dann werde ich erst mal ein bisschen so aufdrehen, versuchen ein bisschen, wie ich es rund hinkriege. Halt, stopp, bevor ich hier gehe. Ich will noch ein bisschen hier unten noch ein bisschen was machen. Und zwar möchte ich gerne auf der anderen Seite noch was bauen. Also, was heißt bauen? Wir haben ja eine Seite schon sozusagen ein bisschen erforscht. Ja, wenn ihr die Videos gesehen habt, dann wisst ihr, eine Richtung haben wir eigentlich schon ziemlich durchgegangen. Die andere Richtung eigentlich nicht. Und ich würde gerne die andere Richtung mal anschauen. Die andere Richtung mal testen. Die andere Richtung mal erforschen. Ach, ihr wisst schon. Dafür muss ich aber. So, das Eisen lasse ich natürlich da. Halt, hier kann ich ein bisschen Danny auch hier lassen. Die brauche ich eigentlich nicht jetzt, die Mauer. Obwohl, vielleicht eine mitnehmen wäre nicht schlecht. So, was wollte ich hier hin tun? Nicht hier. Hier. So. Hier stelle ich auch die 64er Mauer hin. So, das Lava habe ich hier. Gut, okay. Essen sitzt einigermaßen. Oh, Steaks. Steaks nehme ich ein paar mit. Wir wissen ja nicht, wie es aussieht, dass mir vielleicht dann das Brot ausgeht. So. Und wenn einer sagt zum Beispiel, ey, stopp. So, einen Fehler hätte ich fast gemacht. Nämlich verschwendete Zeit. Okay. So. 64. So. Und zwar natürlich, während wir weggehen, können die Höfen hier weiterhin Stein brennen. Flexibilität heißt, dass man flexibel ist. So. Und Effektivität heißt, dass man effektiv ist. Ja, dass man vieles macht in kurzer Zeit. Und das ist dann Effektivität. Also 7, 8. So. So, themamäßig heute habe ich eigentlich nicht viel vorbereitet. Denn ich muss zugeben, ich bin wirklich ein bisschen. Ich habe nur heute gesehen, dass Minecraft heute noch raus muss. Eine Folge. Und dann habe ich mir gedacht, wow, jetzt aber schnell. Ja, sonst haben die Leute nichts zu sehen. Ja, die Zuschauer, die können meinen Kanal nicht mehr sehen. Und das ist eigentlich nicht so akzeptabel für mich. So, Moment mal, in welcher Richtung war es? So, ja, ich glaube, in der Richtung müssen wir hin. Oder da habe ich wenig gebaut, oder? Oder ist es doch die andere Richtung? Ach nein, schon wieder irgendwo einer hier mit Bauchschmerzen. So. Ich würde gern sehen, was da unten. Na? Also, gut. Ich würde gern sehen, was da unten ist. Ob das wirklich hier einfach schon Schluss ist? Och, seht ihr ihn? Ich kann ihn da sehen. So, seht ihr ihn? Ja, komm her. Komm her. Na toll. Ja, komm her. Kommt er nicht. Na gut, okay. Dann
Versuchen wir es hier. Blop, 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 blop. Ja, ist schon eine heiße Sache hier. Gut, okay, spawnen tun hier nichts. Tut hier nichts, dafür ist es einfach zu hell. So. Ey, schreck mich, du bist blöder Minecraft, ey. Wow. Na super. Irgendwie zuckelt er so komisch. Ich bin gerade richtig zusammengezuckt. Ich mag Gewitter. Aber bitte nicht so. Ohne Vorwarnung. Habe ich es bekommen oder nicht? Ja, ich habe es bekommen. Ich habe es bekommen. Gut, hier. So. Sehr gut. Ich hoffe, du hast da drunter was. Hat er nicht, aber. Oh. Hat er nicht, aber. Ich könnte trotzdem noch was bekommen. Das ist gut. Ja, also. Das Gewitter, so ein bisschen, ne? Das erschreckt schon einen. Ich weiß noch am Anfang, ganz am Anfang, wo ich ein bisschen so angefangen habe und dann ein bisschen so mal geschaut habe, einen Turm oder sowas, dann bin ich auf so, ja, dann habe ich so Steine genommen und einfach nach oben gebaut. Und dann irgendwann war ich oben, habe ich eine Plattform gesehen, also eine Plattform gebaut und ein bisschen geguckt. Ja, also es war wirklich einfach nur hier ein bisschen so bauen, bauen, bauen und ein bisschen so kleine Treppen drumherum, wo man richtig aufpassen müsste, dass man nicht runterfällt, während man hochläuft. Und, nee, warum kommen hier die Viecher nicht? Dieser komischen Silberfische. Ja, und da war ich oben. Da hatte ich die Monster ausgeschaltet. Hatte ich ihn? Ja, ich glaube, ich hatte die Monster ausgeschaltet. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Auf jeden Fall war es nachts und sowas. Also es hat ein paar Nächte gedauert, aber ich war sowieso schon so hoch, dass die mir nichts mehr machen könnten. Ja, ich war bis ganz, ganz oben, wo ich eigentlich fast nicht mehr ging. Und auf einmal kommt ein Gewitter. Und ich ohne. Ja, ich wusste ja nicht. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich bin einfach da und genieße einfach, wie es geregnet hat und gewittert. Und auf einmal zeigt es nur, sie sind tot. Und ich stand erstmal, was? Wie tot? Moment. Ja. Und da hat mich tatsächlich ein Blitz getroffen. Ja, sowas kann Minecraft auch. Dich mit einem Blitz töten. Und seitdem habe ich großen Respekt vor Gewitter, zumindest in Minecraft. Draußen in freier Natur, naja, also ja, klar. Es gewittert, man kriegt ein bisschen, na, wenn man gerade im Freien ist oder sowas, kriegt man ein bisschen Hup. Ja, schnell den Regenschirm holen, schnell den Regenschirm holen. Wenn es gewittert, ja, unbedingt machen, ja. Immer wenn es gewittert, Regenschirm holen. Besonders die auch noch mit schön mit Metall. Ja. Dann ist man, naja, man kann dann die Kraft des Elektrizitäts spüren dann, wenn man Glück hat. Nee, also auf keinen Fall einen Regenschirm holen, wenn es gewittert draußen. Ja, also wenn es geht, dann gleich Schutz aufsuchen. So, da war doch vorhin einer, oder? Oh. Den baue ich zu. Denn eigentlich will ich die Kohle für mich haben. Da war doch einer vorhin. Hallo? Hallo? Jemand da? Da ist wieder Gold. Hallo? Die Tür war offen. Ich habe gedacht, ich kann rein. Hallo? Okay.